Begrüße das Gemüse. Willkommen zu FIFA 20 Karriere TSV Hartberg. Es geht gegen Tirol, Wattens Innsbruck zu Hause. Ja, im Cup haben wir sie geschlagen. Glaube auch nur knapp, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle waren sie zu zehnt und wir taten uns ziemlich schwer. Ja, 10 Punkte Rückstand auf Salzburg. Das ist viel, so viel hatten wir noch nie. So viel Rückstand hatten wir noch nie auf Salzburg. Geschweige denn, dass wir schon mal so viel Vorsprung hatten. War alle Jahre immer eine enge Partie. In FIFA 19 schon. In FIFA 20 einmal nicht geschafft. Ganz knapp. Tadej. Oh. Ja, mal sehen, ob sich's heuer ausgeht. Wird es schwierig. Ah, oh, Fehlpass. Jetzt Fehlpass von Tirol. Tadic macht es selber. War da noch ein Foul dabei? Ja, ich glaube, 11 Meter. Rote Karte. Rote Karte, es sei ein Sandro Neurauter. Ja, klar, 11 Meter. Wieder rote Karte, wieder sind sie zu 10. So, jetzt müssen wir mal den Elfmeter hier treffen. Und tatsächlich, nach langem treffen wir, oder trifft Tadic auch wieder mal einen Elfmeter. 1 zu 0, das hat man. Scharf geschossen, schön geschossen. 1 zu 0, 18. Bundesliga-Tor. Ja, wir sind gut unterwegs. Die Meisterschaft, ja, wie schon gesagt, 10 Punkte. Salzburg, das ist Wahnsinn, dass die gar kein Spiel verlieren. Das ist unglaublich. Oder unentschieden spielen einmal. Nichts dergleichen, nichts. Aufpassen! Wow. Gefährlich von Tirol. Sehr gefährlich. Oh, Abstoß, okay. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. So, Ball auf Riesenbüchler. Und Tadic! 2 zu 0. Nächster Doppelpack. Da kommt in Fahrt. Es wird. Ja, da war schlechtes Verteidigungsspiel. Tor. Tadic. 2 zu 0. Okay. So, Köpfe.
Noch immer am Ball, Tatic. Immer am Treffer. Der Pass war schlecht. Da stellt sich auch Tadic hinter den Verteidiger, warum auch? So, Friesenbickler. Abgewehrt. Oh. Und, oh, Kopfball. Ja, da. Guten Heil. Bei Koreb mit einem scharfen Schuss. Lehmer. Riesenpickler. Wach. Plötzlich. Und Lehmer. Eckball. Ja, regnerisch. Wie schon öfters in dieser Saison. Und du. Jürgen Heil. Kommt er nicht zum Abschluss. Akureb. Ja. Hartberg versucht alles hier jetzt noch das dritte Tor zu machen. Bleibt noch ohne Erfolg. Jetzt da Tor. 3:0. Raikoreb. Mit dem Kopf. Schönes Ding. Schöne Flanke von Lehmer. Rep steht hier komplett frei und wow, schöner Kopfball. Schöner Kopfball. Den hat er schön gemacht. Wow. Wow. Raikoreb erzielt sein erstes Tor nach 16 Spielen. 17, im 17. Spiel in der Bundesliga erzielt er sein erstes Tor. Wahnsinn. Und dann noch dazu ein wunderschönes. So soll es sein. Aber Tirol. Kein Elfmeter. Sieh an. Hat er noch den Ball gespielt? Flanke war gut. Flanke war sehr gut. Friesenbichler. Keiner geht hin. Jetzt da. Ball wieder weg. Lehmer, jetzt da, komm. Komm, du bist schneller. Und faul, das muss normal rot sein. Nitzel, nada. Ah, nur gelb. Nur gelbe Karte. Mein Gott. Und ja. Einwurf des Hartberg. So, 45 Minuten sind gespielt. Und nein. Kein 4:0. Ball ist noch da, aber jetzt Nachspielzeit noch nicht aus. Halbzeit, 3:0 die Führung. Muss sagen, nur gegen 10 Mann, aber wir haben gesehen, im Cup
haben wir uns gegen 10 Tiroler schwer getan. Jetzt läuft es besser. Ist vielleicht auch unser Glück, dass die jetzt nur zu 10 sind. Denn die verteidigen auch zu 9 sehr gut. Es ist sehr schwer durchzukommen. Und wenn sie jetzt zu 10, Entschuldigung, wenn sie jetzt zu 11 wären, dann würde nach vorne wahrscheinlich auch noch mehr gehen. Sie bauen Druck auf. Der Druck ist ganz leicht zu spüren. Da ist er. Lehmer. Wieder Lehmer. Ah! Lercha! Reikore. Tor! Schönes Tor! Traumtor! Reikore mit dem Doppelpack. Er kann schießen. Schießt 17 Spiele kein Tor und dann gleich 2 hier. Schöner Pass. Wow. Wunderschöner Schuss. Keine Chance für den Torhüter. Wahnsinn. Er hatte schon heute oft die Chance. Entweder hat der Kohle gehalten oder es war Latte oder Stange, und jetzt macht er seinen Doppelpack, seinen ersten in dieser Saison. 2 Tore für Raikkonen. So, oh, da wird Friesenbichler gehalten. Ach Gott. Ruhig spielen, jawohl. Bin heil auf Köpfe. Ja, passt zu schwach. Aiwu. Riesenbinkler. Fehlpass. Mein Gott! Cem! Boah, ja, Flanke geht. Irgendwo ist irgendwo. Einwurf des Abbergs, so Wechsel. Romero kommt für Grigic. Riesenbichler. Pass auf Tatic. Ah, zu harte Abwehr. Es ist unglaublich. Wieder hinten reinsteigen. Auf einmal sind sie alle hinten. Oh. Was ist? Euler, er lässt mich nicht weg. Ja. Yeah. Meine Güte. Nein. No. So, Reiko Rep. Komm, Junge. Tatic. Ja, abseits. Ah, Scheiße. So, Reiko Rep. Toll gespielt. 2 Tore gemacht. Hin kommt der jetzt Juan Dominguez.
So, Jürgen Heil. Artichoff. Friesenbichler scheitert am Goalkeeper. Oh. So, auch hier Wechsel. Ostrak für Friesenbichler. Und boah, starker Schuss. Kopfball, was es auch war. Boah. Starker Kopfball. Oh, und Eckball, jawohl. So, Dominguez. Dominguez. 5:0. Kommt für Reiter Rep und trifft. Wichtiger Bestandteil inzwischen geworden für den TSV Hartberg. Schöner Treffer. Dominguez mit seinem 6. Tor. So, Leerkassenspiel. Für ihn kommt jetzt Aflonitis. Letzter Wechsel beim TSV Hartberg. Tirol hat, glaube ich, auch keinen mehr, was ich weiß. Ja, okay. Und sofort Gelb, ja. So, die letzten Minuten. Ah. Boah, da wird Tirol noch einmal gefährlich. Ah, noch nicht Tirol. Jetzt der letzte Wechsel. Jeboa für Giovanni. Ja, was wäre, wenn Tirol keinen Mann weniger gehabt hätte? Der Elfmeter, nicht gefault, sagen wir mal so, wenn er dort nicht gefault hätte. Als letzter Mann, Elfmeter wäre nicht gewesen. Keine rote Karte, aber das ist alles. Hätte, hätte, Fahrradkette, hey, was ist? Trotzdem, man muss immer aus insgesamt, ach Gott. Denn sie stehen hinten sehr gut. Wie schon die ganze Saison über. Irgendwie ja trotzdem Tore, weil nach vorne selber halt eben nichts geht. Oh nein! Er macht ihn nicht! Ostrak! Aber Sieg, das wäre jetzt auch ein schönes Tor geworden, aber Ostrak schießt hier genau auf den Torhüter. Ja, 5:0. 2 Doppelpack. Tadic. Und Rajko Rep, wir schauen uns die Tore noch einmal an. Hier der Elfmeter. Getroffen. Haben davor, glaube ich, 6 oder 7 schon verschossen. Dann Friesenbichler immer wieder in Topform. Hier Tadic mit dem Kopf. Und dann Rajko Rep. Sein erstes Saisontor in diesem Jahr. Wunderschön. Wunderschöner Kopfball. Wunderschöner Flugkopfball. Der war richtig nice. Oh, herrlich. Schau dir das an. Richtig nice Tor. Oh, geil. Und dann noch wieder Rep.
wieder schönes Tor. Schönes Tor, wow. Einfach nur schön anzusehen. Da stehen sie zu 6 zu 7. Aber Rep zieht ab. Das kannst du nicht verteidigen. Unhaltbar der Schuss. Und zum Schluss noch Dominguez. Wow, lässt der Verteidiger aufsteigen. Und schön gemacht. 5 zu 0 der Sieg. Weitere wichtige 3 Punkte. Ja, Salzburg gewinnt schon wieder. Salzburg ist unaufhaltbar. Nicht zu stoppen. Unglaublich. Mei, du lässt es zwei Spiele nicht spielen. Der Jamtchen Mall, das ist so schlecht gemacht, Alter. Es geht an, einfach nur auf den Keks. Was ist da? So, ja. Unglaublich. Ja, nächstes Spiel gegen die Wiener Austria und dann Champions League gegen Wolfsburg. Die, glaube ich, letzte Partie, ja. Letzte Partie in der Champions League. Schauen wir noch kurz auf die Tabelle. Ja, 10 Punkte bleiben es weiterhin. Die Champions League Tabelle. Ja, wir sind fix weiter. Hier kann nichts mehr passieren. Egal ob Arsenal gewinnt oder Barcelona. Denn die haben das direkte Duell. Ja, danke fürs Zusehen. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen, Road to 70. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi, euer Lizinator.